hier ist der Michel, willkommen bei P1 TV. Elementarer Bestandteil von fast jedem meiner Videos ist logischerweise mein Lenkrad. Und seit über einem Jahr sind wir unterwegs jetzt hier mit der TX-Basis von Fastmaster, dem Fastmaster TX-Wheel. Von Anfang an natürlich mit dem Standardaufsatz hier angelehnt vom Design an den Ferrari 458 Italia. Und im Laufe der Zeit sind noch zur Familie diese beiden Add-ons dazugestoßen. Einmal der Ferrari F1-Aufsatz und einmal der Ferrari 599 XX Aufsatz Alcantara Edition. Und logischerweise wurde ich in den letzten Wochen und Monaten so oft gefragt danach: Mensch Michel, mach doch nochmal ein Fazit zu den ganzen Aufsätzen und zum Lenkrad generell. Wir wollen deine Meinung dazu nochmal hören, nochmal die ganzen Infos zusammengefasst bekommen, und das machen wir heute auf jeden Fall mal. Ja, los geht's mit dem Standardaufsatz, mit dem Standard Wheel, mit dem Standard Pedal Set natürlich auch. Das steht hier noch unten neben mir, könnt ihr vielleicht ein bisschen sehen, jawohl. Das Lenkrad grundsätzlich, die Preise variieren natürlich, kostet so um die 350 Euro. Ich habe auch schon welche gesehen bei Amazon für 300, die im Neuzustand sind. Je nach Händler, je nach Markt muss man so von 300 bis 400 Euro ausgehen. Man findet sicherlich Schnäppchen so bei 300 Euro. Im schlimmsten Fall landet man bei 400 Euro, je nachdem jetzt auch Weihnachtsgeschäft und so. Das mal grundsätzlich zum TX-Wheel. Mittlerweile könnt ihr auch diese Servobasis hier einzeln erstehen. Liegt bei 280 Euro, denn ihr braucht nicht unbedingt den Standardaufsatz. Ja, das ist unser berühmter Plastikbomber, hat auch keinen besonders guten Ruf so unter Simracern. Das Teil ist halt relativ billig verarbeitet, tut aber seinen Zweck auf jeden Fall. Ich sag mal, das Force Feedback ist auch super, die Kompatibilität ist auch super, es hat 900 Grad. Also da bleiben eigentlich von der reinen Lenkradseite her nur wenig Wünsche offen. Das ist halt wirklich nur von der Verarbeitung nicht so toll. Ich sag mal, Griffigkeit ist auf jeden Fall gegeben, da es hier in der Mitte halt so mit Gummi ausgelegt ist. Also es ist gut, liegt gut in der Hand, hat so einen leichten Gummi-Plastikgeruch, gerade am Anfang. Es legt sich nach einer Zeit aber auf jeden Fall. Anordnung der Tasten finde ich soweit auch in Ordnung, und wer in der Vergangenheit auch die Videos verfolgt hat, Kompatibilität ist eigentlich super. Ich hatte nie damit Probleme, sei es jetzt Forza auf der Xbox One oder die ganzen PC-Titel, Rage Zoom, Assetto Corsa, alles super, überall kompatibel. Auch schon bei Formel 1 2015 wurde es direkt am Anfang gleich reingepatcht, als das Lenkrad rauskam. Also da bleiben, was die Funktionalität und die Kompatibilität angeht, bleiben keine Wünsche offen. Das kann man so ganz klar sagen. Insofern ist es super. Ja, zum Force Feedback auch nochmal was gesagt. Hier ist halt so ein bürstenloser Industriemotor drin, so ein Servomotor. Und das ist super smooth. Gleich am Anfang habe ich gedacht, so wow. Ich hatte ja früher das G27 von Logitech. Und da habe ich gleich am Anfang gedacht, so ja, das ist ja super. Also gerade bei Race Room, das ist, finde ich, fast mit am besten. Wenn du über Curbs fährst, generell das Lenkverhalten, das zoomt so richtig schön. Es ist richtig smooth, also top. Genau, also das ist der Standardaufsatz. Grundsätzlich nicht unbedingt zu empfehlen. Werde ich gleich noch was zu sagen. Ich habe halt immer noch die Standardpedale. Das ist vielleicht das einzige Manko bei mir. Da hoffe ich, dass dann bald auch die T3PA mal ins Haus kommen oder die T3PA Pro Pedal Set, wo dann auch noch die Kupplung dabei ist. Den Shifter habe ich auch noch. Den habe ich jetzt allerdings aus Faulheit nicht vom Playseat abgeschraubt. Der ist hier noch unten bei mir. Ich kann so noch mal ein paar Bildchen einblenden davon. Den habe ich auch dazu. Der ist in meinem Playseat und den benutze ich zum Beispiel auch bei Dirt Rally. Super hochwertiger Shifter. Kostet das Doppelte von dem Logitech Shifter, von der Schalteinheit, aber ist halt super verarbeitet und geht super, super Gänge rein. Ist ein 8-Gang-Getriebe bzw. ein 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang. Und den kann man auch umbauen mit so einer kleinen Fläche. Kann man auch sequenziell schalten. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Genau. So, dann kam vor allem zu F1 2015 rechtzeitig hier der F1-Aufsatz. Der zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er sehr, sehr, sehr viele Tasten hat. Und wenn man den so sieht, dann erschlägt es einen ja schon förmlich. Die meisten Tasten davon tatsächlich haben keine Funktion. Viel ist davon Attrappe. Ja, diese ganzen Elemente hier und so, das ist alles nur Fake. Leider. Trotzdem hat das Lenkrad sehr, sehr viele Tasten. Wir können ja mal kurz durchziehen. Also der Standardaufsatz, der liegt bei 17 Tasten insgesamt, wenn man halt die Basis mitrechnet. Ne? Da sind nämlich 3 Tasten drauf. Beziehungsweise hat er 18 oder 17. Gucken wir beim Formel 1 Aufsatz. Da haben wir eine Menge Knöppis. Da ist noch ein Chaos-Button. Haben wir den ersten. Dann haben wir so einen PL-Button. Das ist der zweite. Dann haben wir einen Neutral-Button. Das ist der dritte. DRS4, PIT 6, 7, 8, 9. Die drei unten. 10, 11, 12. So, schon mal 12 plus Schaltwippen. 13, 14. Und dann haben wir noch mal, was ich sehr schön finde, zwei von diesen Digipads, zwei von diesen Analogpads hier unten. Da haben wir also noch mal plus 8 Tasten. Ja, das ist eine ganze Menge.
Also das ist super. Ja, plus die drei noch offen auf der Basis. Ja, das ist mit Abstand das Lenkrad mit den meisten Tasten hier von Thrustmaster, was das angeht. Und vor allem geeignet für Rennwagen, wo man nicht unbedingt die 900 Grad braucht, wo man nicht umgreifen muss oder so. Das heißt, dieses Lenkrad vor allem geeignet so für den Bereich bis 540 Grad, wo man wirklich nur so lenkt, sprich halt Formelwagen, ja, so Rennwagen ähnlich wie DTM oder sowas, lässt sich damit super gut fahren. Es ist vom Handling besser in diesem Bereich als der Standardaufsatz, definitiv, weil man wirklich einen sehr guten Griff hat. Diese Schaltpedals hinten, die sind auch miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich den einen bewege, bewegt sich auch der andere. Also wie beim echten Formel 1 Lenkrad. Und diese Kippschalter sind auch wirklich cool hier. Die sind auch, haben auch so ein richtig schönes Rennwagen-Feeling. Die kann man auch oben und unten belegen. Das heißt, die sind auch nochmal, da kommen nochmal drei Tasten dazu jetzt, ne? Die kann ich ja nach unten und nach oben machen. Ich weiß gar nicht, kann man die? Ich glaube aber, man kann, die sind trotzdem nur eine Achse, glaube ich. Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Kann ich nochmal kurz reinreichen, die Info danach. Das ist meiner Meinung nach, sind das trotzdem nur eine einfache Tasten. Egal, auf jeden Fall, auch entgegen der Erwartung kann man hier nicht an diesem Rad drehen. Das funktioniert auch nicht. Und auch die Dinger hier, die kann man auch drehen, aber da passiert auch nichts. Ist auch keine erkennbare Taste. Ja, insgesamt macht vor allem Formel 1 fahren damit super viel Spaß, halt super authentisch. Das Wheel an sich kostet um die 150 Euro. Schwankt auch im Preis immer mal, je nach Reseller oder so. Aber so 150 Euro sind so grob der Mittelwert von diesem Aufsatz. Die Aufsätze funktionieren übrigens natürlich auch auf dem Thrustmaster T300 und T500. Also das ist die T-Serie. Die ist technisch grundsätzlich sehr, sehr ähnlich. Der Motor ist soweit der gleiche. Und die sind also sowohl nutzbar an der PlayStation dann in dem Fall oder an der Xbox One. Genau. Ja, das soweit zum Formel 1 Aufsatz. Wie gesagt, geeignet vor allem so für den Bereich bis 450 Grad. Super zu fahren. Empfehlung, definitive Empfehlung, ganz klar. So, dann das Ding, was ich jetzt als neuestes bekommen hatte, das ist noch ein paar Wochen ist es erst her, ist auch sehr neu noch das Teil, kann man erst seit einem guten Monat kaufen. Das kostet so um die 165 Euro. Es gibt von Thrustmaster ja auch das Ferrari GTE Wheel und das TM Leder Wheel. Die sind vom Grundsatz her gleich, das sind die drei GT Wheels von Thrustmaster. Das hier ist das neueste und das größte und das am besten verarbeitetste, beziehungsweise hat Alcantara. Das ist ein Qualitätsunterschied wirklich, nochmal im Vergleich zum Leder. Das Ferrari GTE Add-on gibt es auch, das hat auch die gleichen Tastenbelegungen hier, dieses typische GT-Wheel halt, ist dann aber auch so aus so einem Hartgummi-Kunststoff-Plastikzeug. Ist aber auch ein gutes GT-Wheel und das Leder-Wheel eben auch sehr hochwertig. Habe ich leider nicht, müsste ich vielleicht auch nochmal haben. Wobei das eigentlich reicht. Man braucht nur eins von den GT-Wheels, würde ich mal sagen. Für welches Material man sich dann entscheidet, das bleibt einem selbst überlassen. Ja, auf dem GT-Wheel sehr viele Tasten, muss man sagen. Hier oben erstmal die vier, die roten und die blauen. 1, 2, 3, 4 plus D-Pad. 1, 2, 3, 4, also 8, 10. Das sind nochmal drei insgesamt. Den kann man reindrücken, den kann man nach oben und nach unten schalten. Da habe ich immer sowas dran wie Licht anmachen oder Scheibenwischer bei Project Cars. Das lege ich immer dann darauf. Plus drücken halt bestätigen irgendwie für den Boxenstopp bei Race Room. Da sind wir also hier schon mal bei summa summarum 13 Tasten plus die Schaltpedals. Ja, nee, sind wir doch bei 13. Sind wir insgesamt auch bei 15 Tasten. Also das ist absolut okay. Ungefähr auf Niveau des Standardaufsatzes und man hat auch grundsätzlich alle Tasten, die man braucht. Also mir ist jetzt noch keine Rennsimulation untergekommen, wo ich noch Tasten vermisst hätte. Ja, ein bisschen mehr so für Sonderfunktionen bei R-Factor oder so, R-Erasing oder so geht immer. Aber kann man dann im Zweifelsfall auf die Tastatur legen und dann irgendwie neben sich greifen oder so, wenn man das mal dringend braucht. Ansonsten funktioniert das hier alles wunderbar. 18, genau. Ja, grundsätzlich, das Lenkrad ist mit Alcantara überzogen und auch innen vernäht. Sieht man hier vielleicht nochmal in der Kamera, jawohl. Und es ist größer als der Standaufsatz. Die ganz wichtige Frage, die mir schon sehr viel gestellt wurde, ist, halt die beiden doch mal aneinander. Jetzt kommt der magische Moment. Tada. Also, wir sehen schon, es ist größer. Deutlich größer, muss man dazu sagen. Also 30 cm ist, glaube ich, hier der Durchmesser. Es gibt nur größere Wheels von Fanatec. Die gehen noch mal deutlich größer. Vor allem auch das Porsche Lenkrad, BMW Lenkrad und so. Die sind Originalgröße. Das heißt, die sind noch mal größer. Das hier ist so eine schöne handliche Rallye-Größe, sage ich mal. Ist für jemanden von meiner Statur, der ein bisschen größer ist, 1,86, ein bisschen breiter ist, große Pranken hat. Das ist genau das Richtige. Das andere war mir alles früher immer so ein bisschen Spielzeug. Ich meine, beim Formel 1 Lenkrad ist es okay, das ist schön kompakt.
Da hast du einen schönen kompakten Griff. Aber sowohl früher beim G27 als auch jetzt bei dem TX-Wheel, beim Standardaufsatz, war mir das alles ein bisschen zu spielzeugmäßig, ne? Ein bisschen zu klein. Das hier ist für mich auf jeden Fall das neue Ding. Und ihr habt es ja gesehen, in den letzten Wochen, ich bin nur noch mit dem Ding gefahren, außer bei Formel 1. Und das hat auch seine Gründe, ganz einfach. Das Alcantara habe ich meinen Thrustmaster-Ansprechpartner auch gefragt. Wie sieht's aus? Muss ich da Handschuhe anziehen? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn dieses Alcantara ist natürlich empfindlich gegen Schweiß. Er meinte, nö, das ist Quatsch, brauchst du keine Handschuhe, das kannst du auch so benutzen. Ja, je nach Schweißentwicklung an den Händen, da ist es bei jedem Menschen ja ein bisschen anders, kann es natürlich schon sein, dass im Langzeittest sich hier noch was herausstellen wird. Jetzt nach einigen Wochen ist das Ding immer noch komplett frisch, da sind noch keine Speckflecken, das ist noch alles fast wie am ersten Tag. Ein bisschen abgegrabbelt ist es logischerweise schon, ja. Ist nicht mehr ganz so flauschig, aber das ist klar. Das ist auch ein bisschen die Alcantara-Oberfläche. Wir haben auch hier diese kleine Richtungsmarkierung, diesen kleinen roten Streifen. Ist auch nochmal eine schöne Applikation in so ein bisschen, das ist wirklich Leder hier sogar, eingearbeitet. Und großer Pluspunkt auch, die Shift-Pedals. Wesentlich leiser, wesentlich hochwertiger, wesentlich größer und handlicher als beim Standardaufsatz. Können wir kurz den Klickvergleich machen hier. Ach, viel lauter. 1, 2, 1, 2. Ja, schlägt es schon bei meiner Kamera auch der Soundpegel viel mehr aus. Also das fühlt sich alles sehr hochwertig an. Das ist wirklich eine tolle Ergänzung. Funktioniert natürlich auch sowohl auf der Xbox als auch mit den ganzen PC-Titeln. Kleiner Hinweis nochmal, kleiner Zusatzhinweis. Wenn ihr dieses Lenkrad dran macht, dann ist das quasi das Standard TX-Wheel, auch im Treiber. Bei dem hier ist es dann ein TX Advanced. Und es kann sein, dass dieses Lenkrad nicht mit ganz so vielen Titeln funktioniert. Bei Formel 1 2015 funktioniert es, bei Assetto Corsa funktioniert es, bei Project Cars funktioniert es. Aber an der Stelle der Hinweis, das ist dann kein reines TX-Wheel mehr im Treiber, sondern TX Advanced. Das ist bei dem hier anders. Das ist quasi ein Standard TX-Wheel. Und auch die Knöpfe sind von der Belegung her grundsätzlich die gleichen. Das spricht also der gleiche Treiber drauf an. Und die gleiche Kompatibilität. Das ist vielleicht an der Stelle ganz wichtig. So, ja, bei aller Liebe zum Detail und bei meiner wirklichen kompletten Überzeugung für diese Lenkräder, mit denen ich wirklich sehr glücklich bin, habe ich eine kleine Schwachstelle entdeckt. Und zwar, generell finde ich halt das Aufstecken auf den Stand, auf den Aufsatz hier, auf den Motor, ein bisschen holprig, ein bisschen umständlich. Das könnte, glaube ich, ein bisschen einfacher sein. Im Prinzip, ich zeige das mal kurz, ohne es vielleicht runterzuschmeißen, denn das Ding ist ganz schön schwer. Das ist ein richtiger Klotz, also hoppala, jetzt hat sich das Kabel hier verfangen. Also es ist ein richtiger Klotz im Vergleich zum Standardaufsatz, im Vergleich zum Logitech-Wheel ist das hier wesentlich schwerer. Das ist schon ganz schön heftig. Bei mir ist es, klemmt es natürlich normalerweise auf dem Playseat, ist da auch schön fest. Ja, im Prinzip sehen wir das hier. Ich zeige das einmal. Das ist diese Stelle, wo man dann den Aufsatz draufschraubt. Da sehen wir dann quasi den Anschluss. Und ich kann das, glaube ich, jetzt nicht hier freischiebend in der Luft machen. Ich kann es trotzdem mal kurz zeigen. Also du steckst das Lenkrad dann quasi so drauf, versuchst es halt so ein bisschen reinzufriemeln und dann letzten Endes schraubst es halt hier mit diesem Plastikteil, schraubst es dann am Ende fest. Ja. Jetzt gerade ein bisschen schwer zu demonstrieren, aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ist halt ein bisschen knifflig, ein bisschen hakelig, ja, könnte einfacher sein, sagen wir es mal so. Und am Ende, wenn du es dann drauf hast, machst du es mit diesem kleinen Schräubchen hier oben, das schraubst du dann oben drauf, dann ist das Ding fest. Eigentlich. So zumindest der Plan von Thrustmaster wahrscheinlich. In der Realität sieht es ein bisschen anders aus. Oh Gott, jetzt hat es geknallt, ich hoffe, es ist noch heil. Sollte man vielleicht nicht nachmachen. Also ich zeige euch mal jetzt was. Passt mal auf. Fällt euch was auf? Moment. Das ist mein neuester Aufsatz. Guckt mal genau in diese kleine Fläche. In diese kleine Fläche, wo man es dann am Ende reinschraubt. Vielleicht ist es jetzt noch nicht aufgefallen. Ich mache weiter mit dem nächsten Aufsatz. Den hier nutze ich am zweitlängsten. So, guckt wieder an die gleiche Stelle. Jetzt sehen es die meisten wahrscheinlich schon. Und jetzt nochmal der Extremfall. Der Standardaufsatz, den ich am längsten benutze. Und dann sehen wir es. Das sieht schon noch ein bisschen übler aus, ne? Genau an dieser Stelle hier, da wo das Schräubchen sitzt, da wo man es festschraubt, da arbeitet es natürlich mit der Zeit, wenn ihr fahrt. Das ist hier eine große Schwachstelle dieser Mechanik oder dieser von diesem Prinzip, dass man auch die Lenkräder austauschen kann. Was natürlich von der Idee her richtig geil ist, was ich auch total feiere. Aber irgendwie
nicht so richtig zu Ende gedacht. Man muss da sicherlich eine eigene Lösung irgendwie finden, dass man das unterbindet. Da muss man entweder so einen kleinen Schaumstoffaufkleber drauf machen oder sowas, dass es einfach nicht so arbeitet an der Stelle, dass da einfach das Material so nicht kaputt geht. Und ich merke das jetzt bei dem vor allem schon, wenn es wirklich fest drin ist und ich drehe da dran, dann hat das Spiel. Das ist natürlich echt, das ist ja scheiße auf gut Deutsch, ne? Das wollen wir nicht. Ja, da muss Thrustmaster, finde ich, in Zukunft bei den Aufsätzen ein bisschen nachbessern. Vielleicht so eine kleine Einfassung einfach reinbauen. Und diese Stelle hier, dass quasi diese Schraube da irgendwie drauf sitzt, oder dass die hier wirklich irgendwie eine Fassung hat. Ansonsten ist es halt Mist, ne? Weil die drückt da halt einfach nur drauf. Und das ist ja logisch, ne? Da sind ja teilweise echt Kräfte am Werk bei diesen Lenkrädern, die dann einfach hier diese kleine Kerbe verursachen. Ja, das ist auch im Prinzip eigentlich der einzige Kritikpunkt an diesem Lenkrad. Ansonsten tut es seinen Dienst. Ist wirklich super und für den Preis kann man da nichts sagen. Ist natürlich kein Einsteigerlenkrad, ist eher so ein Mittelklasse-Lenkrad. High-Class wäre dann so das T500 RS von Thrustmaster und Einsteigerlenkrad wäre so T80, T100, T150. Da werde ich versuchen, in Zukunft auch nochmal was ranzubekommen, um das vielleicht für euch auch nochmal zu testen. Gerade interessant ist auch das T150. Da bin ich dran auf jeden Fall. Ja, das zu meinem Lenkrad aufsetzen. Wenn da in Zukunft was Neues kommt, dann werde ich euch natürlich informieren und darüber auch vielleicht mal so ein extra Video machen. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer in die Kommentare, Ergänzung in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich verlinke euch noch an der Stelle hier das Video zu dem Logitech G920 Driving Force. Da haben sich ein paar Infos darüber überschnitten, das weiß ich schon. Da saßen wir auch in der gleichen Kulisse, gleicher Hintergrund, gleicher Tag, gleiches T-Shirt. Insofern wollte ich das nochmal extra machen, weil so oft danach gefragt wurde. Danke an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.